Ifrit, auch Efret geschrieben, ist ein arabisches Geistwesen, geschaffen aus Feuer. Es ist in der Lage, Menschen auf positive wie auch auf negative Weise zu beeinflussen. Sie gehören zu den Dschinn und sind Dämonen und leben normalerweise in der Unterwelt. Ifrit sind sehr stark und haben oft die Hufe eines Esels. Oft treten sie in Gestalt muskulöser Männer auf. Sie werden mit Rachegeistern in Verbindung gebracht, welche Mörder und andere Verbrecher verfolgen und bestrafen. Manche glauben sogar, sie seien die Geister von Ermordeten, welche Rache an ihren Mördern suchen. Angeblich erscheinen sie aus dem Blut des Opfers am Ort des Verbrechens in einer Rauchsäule. Nach einigen Überlieferungen versuchte ein Ifrit, das Gebet Mohammeds zu unterbrechen, doch Mohammed gelang es, ihn mit Hilfe von Allah zu überwinden. Auch bei Mohammeds Himmelfahrt versuchte es ein Ifrit, doch dieser wurde mit Hilfe des Erzengels Gabriel vertrieben. In der Final Fantasy Reihe erscheint Ifrit als beschwörbare Kreatur des Elementes Feuer. Was wisst ihr noch über dieses Geistwesen? Erzählt mir mal, was ihr darüber noch wisst. Hier sind vor allem Zuschauer gefragt, die vielleicht selbst einen arabischen Hintergrund haben und mit dem Koran vielleicht sogar vertraut sind. Ich bin sehr gespannt. Servus und bis bald.